Wie bin ich hierher gekommen? Nee, ernsthaft, wie bin ich hierher gekommen? Also nee, Leute, wirklich, ganz im Ernst, wie bin ich hierher gekommen? Da oben wollte ich eigentlich die Aufnahme starten, weil ich habe mich letztes Mal darüber katapultiert und jetzt hänge ich hier. Was? Okay, gut, gleich bin ich wohl wieder da oben. Ja, dann kann ich einfach mal anfangen. Hallo, hier ist der Stammus mit Let's Play Portal 2. Singleplayer, bitches. Mir steht gerade der Sinn nach einer kleinen, klitzekleinen, kurzen Aufnahme. Ganz bisschen nur. Keine Ahnung, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Diesmal gucke ich auch vorher auf die Uhr. 13.40 Uhr. So, damit ihr auch mal wisst, wann ich so aufnehme. Ich bin heute früher von der Schule gekommen, habe nachher noch meine hoffentlich letzte Fahrstunde und dann bestehe ich dann hoffentlich irgendwann mal die Fahrprüfung und ich brauche gerade noch ein bisschen Portal, um mich abzulenken. Ich habe die nette Kartoffel Gladys dabei und dann wollen wir doch einmal herausfinden, was es mit dem lieben Cave Johnson und der lieben Gladys und Carolyn zu tun hat. By the way, habe ich natürlich mal wieder meinen obligatorischen Red Bull Silver Edition dabei. Ja, sorry, ich bin abhängig von dem Zeug. Ich find's nett, dass einige Moralapostel unter euch sich um mich Sorgen machen, von wegen, das Zeug ist ja so schädlich und so und macht auch eigentlich eher müde als wach. Ich weiß es, aber es schmeckt geil. Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieses wunderherrliche Zeug meine maximale Lebenserwartung um durchschnittlich 6 Tage verringert, aber who cares? Es ist geil! Und dafür, dass ich es einmal pro Aufnahmesession sauf, also alle 2 Wochen einmal, 1,5 Wochen, kommt ungefähr hin. Geht doch eigentlich, ne? So, Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal lassen, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade aus. Denken wir positiv und forschen weiter. Yay! Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Enrich yourself today. Volunteer testing. Och, der arme Cave ist krank. Menno, es tut mir aber leid für ihn. Okay, wer würde auch auf die Idee kommen, dass Mondgestein giftig ist, wenn man es zu Staub zermalt? Und so viel verdammtes Geld dafür rausschmeißen. Anyway, know your paradoxes. In the event of Rouge AI. Achso, stand still, remain calm, scream. This statement is false. New mission, refuse the mission, does a set of all sets contain self. What? Okay, den Müll verstehe ich nicht, aber das, wenn mich so ein Teil anschießen will, ne? Stand still, remain calm and scream. Schreien kann ich gut. Komme ich da durch? Nein, komme ich nicht. Okay, dann wollen wir mal. Hier komme ich auch nicht durch. Menno! So, mal sehen. Ach, der gute Cave Johnson ist alt geworden. Ja, ja. Und in den letzten Parts haben auch einige von euch so was von wegen gesagt. Ja, der gute Cave, den hat's schon dahin gerafft und so. Der ist schon tot. Kann ich ja noch nicht wissen. Oh, wow. Ernsthaft, wer hätte denn damit rechnen können, dass dieser verdammte Boden eine Portalfläche ist? Boah. Also bitte nicht spoilern, ne? Ganz böse. Hm, Kiddies? Nicht spoilern. So. Wenn er jetzt nochmal labert, schreit. Willkommen im Enrichment Center. Ja, okay. Ich ignoriere ihn jetzt mal. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, wow, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus.
Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es $7 kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. My new boss is a robot, but did you know, robots are smarter than you, robots work harder than you, and robots are better than you. Volunteer for testing today. Yep, sie schmeißen das Ganze, die ganzen Leute, die Mitarbeiter raus und missbrauchen sie als Testsubjekte. Robots don't sleep, they can test and do your job. Ja. Hauen wir mal erstmal auf den Schalter drauf. Ich möchte nämlich weiter testen. Ich habe irgendwie zwar keinen Bock auf dieses gemahlene Mondgestein, weil von wegen giftig und so, aber hallo, ich habe Tumore und keiner ist mehr da, der sie mir rausschneiden könnte. Also, was macht da eine tödliche Krankheit durch gemahlenes Mondgestein noch aus? Warning, please do not test if you are allergic to lunar sediment and ostrich. You have fulfilled your monthly test self-elect quota, okay? You are confident enough in your work performance to unvolunteer from the test self-elect process. Da trifft zwar nichts von auf mich zu, aber ich glaube, ich muss trotzdem testen, beziehungsweise ich will. Oh yeah. Cave Johnson hier. Ernsthaft, der Typ ist mir immer noch so hammersympathisch. Hat Kohle ohne Ende und scheiß drauf, was die Pfennigfuchser sagen. Würde ich auch machen, wenn ich Kohle ohne Ende hätte. Leider habe ich Kohle mit Ende. Besser als keine Kohle und kein Ende zu haben. Oh, ach so, es war gar kein Loading-Screen-Teil. Na, dann ist ja gut. Okay, ja, ich glaube, da drin sollte ich nicht baden, weil das ist dieses Mondgestein-Zeug. Ah, scheiß drauf, baden! Ah. Wow, die Sicht verschwimmt echt ein bisschen, das ist ja cool. Kotzen. Wow, das Zeug ist so ekelhaft. Das sieht schon wieder geil aus. Irgendwie. Oh. Okay, das wird jetzt definitiv interessant, weil damit komme ich überall hin. Kann man das Zeug auch irgendwie runterwischen? Was ich jetzt gerade uncool finde, ist, dass er das in diesen Aufzeichnungen, die Cave Johnson gemacht haben, er schon sagt, dass er dadurch tödlich krank geworden ist. Und trotzdem irgendwer so doof scheint, diese Tests hier mitzumachen. Also, ich hust. Hust. Mann, fühle ich mich gut. Fühle mich so richtig gut. So, wo soll der Schmodder dann noch überall hin? Schmodder. Da möchte ich hin. Wow. Das sah schon mal ziemlich cool aus. So, mehr Schmodder. Ich weiß noch nicht, wo genau hin, aber ich schmodder hier erstmal alles voll. Ich bin mal so ein Maler. Oh, ich muss in die andere Richtung schmoddern, okay. Ist schon mal gut zu wissen. So, schmodder, schmodder, schmodder. Mal gespannt, womit ich da überall hinkomme. So, schmodder, schmodder. Komme ich da an die Wände ran? Alter, ich komme da sogar an die Wände ran. Wie cool ist das denn? Unendliche Möglichkeiten. Und Schluck auf durch Red Bull. Weiß noch nicht, wo genau ich hin will, aber ich schmodder erstmal weiter. Schmodder. Danke. Wow. Oh. Wow. Not nice, not nice. Ich denke, das ist, wenn ich irgendwo runterhüpfe. Nee, ne? Ich glaube, da oben will ich hin. Da ist so ein Exit. Also, kommt erstmal kurz damit klar, dass ich hier so ein bisschen ziemlich. Ups. Ideenlos rumschmodder. Wow. Voilà. Okay, ich weiß immer noch nicht genau, wo ich hin will. Will ich da hin? Na, na, na.
Also hier komme ich schon mal ohne Probleme rauf. Da komme ich schon mal ohne Probleme ran, aber nicht hoch genug. Moment. Das irgendwas? Ich habe gerade... Wow, ich habe gerade unendlich viel Schmodder erschaffen, okay. Ich habe eine andere Idee. Ich schmodder mich mal daran. Ja. So, jetzt kann ich mich daran schmoddern. Vielleicht komme ich da irgendwie bis ganz nach oben hin. Boah. Boah, Miso Intellect Look. Ho, ho. Cave Johnson hier. Looks like we solved our problem. Yeah, tschüss. So, jetzt bin ich hier oben. Da habe ich Schmodder, dann will ich doch, mach hier. Runter, 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 runter. Das war knapp. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich's jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen sind Sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Ja, menschliche Intelligenz auf eine CD brennen. Cave, deine Vorstellungen werden mir interessanter und ich will Zitronengranaten. Hallo. Wow. Ja. So, es geht nach oben. Es geht verfickt nochmal nach oben. Nach oben. Es geht auch weiter nach unten. Ich bin für oben. Ha. Sie sagten, es würde niemals klappen, aus Zitronen Handgranaten zu machen. Ich habe sie eines Besseren belehrt. Mit Handgranaten-Zitronen. Natürlich. Versteht sich. Oh, hier fühle ich mich wohl. Ich bin jetzt auf 2,5 Meter Tiefe. Ich will so weit hoch wie möglich. So weit hoch wie möglich. Ja. Ein kaputter Aufzug. Das finde ich schon mal hart genial. So, kaputter Aufzug. Ist das eine Portalfläche? Das ist eine Portalfläche. Gut, jetzt muss ich hier noch irgendwo möglichst tief runterspringen. Dann komme ich da hoch und dann irgendeine Scheiße bauen. Reicht das? Das sollte hoffentlich mal reichen. Ui. Da. Okay. Did it. Und hüpfi. Oh yeah. Oh yeah, my people need me. And I'm coming. Komm ich da hoch? Komm ich nicht hoch? Komm ich nicht hoch? Looks like I have to jump again. Oh. Okay, gut, gut, gut. Ja, beim ersten Mal habe ich nicht unbedingt das gesehen, was ich wollte. Da ist eine Portalfläche. Verdammt. Okay, gut. Das nächste Mal kriege ich sie. Puh. Puh. Komm schon, nochmal. Okay, oh, das war unbeabsichtigt. Wie hoch bin ich jetzt?
2900. Okay, weiter geht's. Wupp, wupp. Ah, Loading Screen. Ach, guter alter Cave Jones. Ich hoffe, die finden irgendein Mittel, ihn zu heilen, weil, keine Ahnung, wäre doof, wenn er irgendwelche Dummheiten mit Zitronen anstellt. Ich finde es so schön, dass GLaDOS ihm zustimmt, was die Zitronen angeht. Oh, von da komme ich.